Also wir probieren jetzt mal irgendwie direkt auf diese Spannung Ux zu kommen. Ja, also schreibe ich mal nochmal hin, Aufgabe 62, Zweipoltheorie. Und jetzt versuchen wir mal irgendwie direkt Ux zu bestimmen. Und naja, dann werden wir halt feststellen, wahrscheinlich wird das halt mehr oder weniger schwierig, aber wir gucken mal. Also ich würde mal sagen, wenn wir jetzt hier direkt Ux bestimmen wollen, ich würde jetzt hier für diese kleine Masche sozusagen Maschensatz aufschreiben. Oder wir könnten uns halt überlegen, also das wäre ja relativ straightforward, dann würde ich sagen, Ux müsste genauso groß sein wie UQ3 plus U4 und dann müsste die Spannung U4 hier in diese Richtung zeigen. Ja, dann ist die Spannung auf dem Weg genauso groß, wenn ich jetzt diesen Weg langlaufen würde. So, UQ3 weiß ich schon, U4 müsste ich jetzt irgendwie ausrechnen. Ja, und U4 kann jetzt schon so ein bisschen tricky werden, weil also die Quelle wird einen Anteil durch U4 durchschieben und die Quelle hier wird auch einen Strom durch U4 durchschieben. Also der Strom U4, der hängt schon von zwei Quellen ab. Und wahrscheinlich werde ich da nicht umhinkommen. Also ich mache jetzt mal noch eine Alternative. Wir könnten natürlich auch sagen, ich nehme jetzt, um die Spannung Ux auszurechnen, sozusagen irgendwie diese Masche hier. Aber wahrscheinlich macht es das auch nicht einfacher, ne? Also wenn ich jetzt sage, ich gehe in diese Richtung, dann könnte ich halt sagen, okay, Ux rechne ich aus UQ3. Naja, dann würde ich die hier nach unten einzeichnen. Machen wir mal minus U3, so wie wir es gerade schon mal hatten, minus UQ2 und dann vielleicht plus U2, wenn U2 nach unten zeigt, wieder in diese Richtung. Das ist der Maschensatz, den wir eigentlich gerade irgendwie auch schon mal aufgeschrieben hatten. Naja, und dann stellen wir fest, okay, die Größe wissen wir und die Größe wissen wir auch. Jetzt müssen wir halt zwei Spannungen ausrechnen. Und die Spannung hier, die hängt natürlich von dem Strom ab, der jetzt hier durchfließt. Dieser Strom hier, der wird aber auch von dieser Spannungsquelle abhängen und von dieser Spannungsquelle abhängen. Und der Strom hier hinten genauso. Also der Strom hier, der wird ja auch von dieser Quelle abhängen. Und auch von dieser Quelle abhängen. Also hier muss ich jetzt schon zwei Ströme ausrechnen. Und am Ende ist der Strom, der hier fließt, da oben, I3, ist ja auch der gleiche Strom, der hier unten fließt, I4, weil das ja hier ein Leerlauf ist. Hier fließt ja kein Strom raus. Also ist wahrscheinlich, also die Variante bringt mir jetzt hier nicht wahnsinnig große Vorteile. Also könnte man sich halt höchstens noch eher überlegen, ob man mach mal in Rot, ob man jetzt noch einen Maschensatz nimmt und sagt, ich zeichne hier mir so außen ringsrum eine riesengroße Masche, weil da habe ich ja auch wieder nur einen Widerstand drin. Vielleicht ist das auch gar nicht so dumm. Da stecken zwar halt alle Spannungsquellen drin, die weiß ich ja, aber halt nur in dieser Strom hier vorne an der Stelle. Ja, wenn ich das aufschreibe, würde da halt rauskommen, also UQ3 wieder minus, ach nee, Quatsch, den hier vorne habe ich ja trotzdem drin. Nee, nützt auch nichts. Also ja, schon falsch gedacht. Ne? Minus U3 minus UQ2, das ist wie eben. Dann würde ich halt sagen, plus U1 plus UQ1 und das müsste es halt sein, wenn U1 in diese Richtung halt zeigt. Aber jetzt müsste ich halt ja den Strom hier vorne wissen, den Strom hier wissen, das bringt auch keine wahnsinnig großen Vorteile. Also bleiben wir mal bei dieser Variante blau und müssen jetzt U4 ausrechnen. Und U4 kriegen wir halt raus aus, naja, R4 mal I4. Ohmsches Gesetz an diesem Widerstand. Und jetzt ist eigentlich nur die Frage, okay, wie groß wäre denn dieser Strom I4 hier? Ja. So, und um diesen Strom I4 auszurechnen, müssen wir jetzt gucken, was machen denn diese Quellen? Was macht diese Quelle hier? Oh, interessanterweise ist jetzt mein Highlighter-Punkt genauso groß wie der Umriss von der Quelle. Was macht die Quelle UQ3 für einen Beitrag zu diesem Strom I4? Nö, gar keinen, weil die macht ja keinen Strom. Diese Quelle ist ja hier so im Leerlauf betrieben.
Ja, hier hinten ist ja nichts angeschlossen. Also die könnte zwar hier vorne einen Strom irgendwie reintreiben, aber der kann ja hinten nicht zurückfließen in die Quelle. Also macht die Quelle macht halt gar nichts. So, die Quelle macht auf jeden Fall was. Und diese Quelle macht halt auch was. So, und das heißt, wir müssten jetzt im Prinzip in unserer Zweipoltheorie mal sowas wie Superposition anwenden mit innen drin, um zu gucken, was macht denn welchen, ne? Also ich würde jetzt halt hier weiterschreiben und sagen, wir haben einen Anteil Strom I4, der kommt von der Quelle UQ1 und wir haben einen Anteil dieser Quelle oder wir haben einen Anteil dieses Stromes I4, der kommt von der Quelle UQ2. Nee, nicht so. Als Index, Komma U. Q2. So, und das können wir jetzt vielleicht irgendwie sukzessive machen. Also wenn ich das I4 von, fangen wir vielleicht mal an, UQ2 ist einfacher. Ja, also die Quelle, jetzt müssen wir uns halt überlegen, jetzt mache ich hier ganz bunt oben. Also diese Quelle macht einen Strom, der fließt in diese Richtung. Richtig? So. Was macht er denn? Dann teilt er sich hier auf und er teilt sich hier auf und fließt hier unten auf jeden Fall wieder zusammen, fließt hier in diese Richtung, fließt hier in diese Richtung und dann ist er wieder angekommen. So. Wie können wir jetzt diesen Strom ausrechnen? I2 plus I1 müsste ja dann I4 sein. Ja, genau, aber da müssten wir I1 und I2 wissen. Das wissen wir jetzt auch nicht so richtig. Aber wir könnten uns halt denken, okay, die Quelle ist die Quelle, die jetzt diesen Strom treibt. Und um diesen Strom rauszubekommen, nehmen wir halt Quellspannung durch den Gesamtwiderstand, den diese Quelle sieht. Ja, so. Und was sieht denn diese Quelle? Also ich schreibe mal hin, UQ2 geteilt durch R Gesamt 2, ne? Also den Gesamtwiderstand, den diese Quelle UQ2 sieht. So, welchen Gesamtwiderstand sieht denn diese Quelle hier in dieser Masche? Ich zeichne mal nochmal hier. Also hier teilt sich halt dieser Strom irgendwie auf, ja? Und dann fließt er halt wieder zusammen. So, welchen Gesamtwiderstand sieht diese Quelle UQ2? Ja, es ist parallel R2 in Reihe R4 plus R3. Genau. Plus R3 plus R4. So, und das Gute ist ja, das können wir jetzt halt auch alles schön ausrechnen. Ich schreibe hier oben nochmal hin, das ist UQ2 und jetzt setzen wir einfach die Zahlenwerte ein. UQ2 sind 3 Volt. R1 parallel R2, das hatten wir schon mal, das sind 10 Ohm und nochmal 10 Ohm zusammen sind halt 20 Ohm, 20 Ohm und 40 Ohm sind 60 Ohm. Ohm sind Volt pro Ampere, kürzlich die Volt wegbleiben, Ampere über sollte ja auch so sein. Hier können wir einmal kürzen, das sind 1/20. Also sind das wieder, hatten wir auch schon mal irgendwo 0,05 Ampere. So, und zwar, naja, jetzt müssen wir eigentlich noch gucken, also der Strom fließt ja hoch. Ja, das haben wir hier so eingezeichnet. Der fließt hier runter und fließt hier hoch. Also so dem Strom, wie wir den hier eigentlich eingezeichnet haben, als I4, fließt der entgegengesetzt. Also müsste ich eigentlich streng genommen hier überall noch ein Minus davor schreiben. Ja, damit das passt so von der Richtung her. Okay, so, dann, also das war jetzt hier dieser Strom, diese Variante. Dann können wir halt weiterschauen, nehme ich mal hier so einen anderen Textmarker, diesen gelben. Die Quelle treibt jetzt einen Strom genau in die andere Richtung. Ja, so, was macht der Strom dann weiter hier? Der teilt sich auf, ein Teil fließt hier lang nach unten und ein Teil fließt hier lang nach unten. Und dann fließt der halt, also und hier fließt der auch in diese Richtung und hier fließt er dann wieder nach links und dann fließt er hier wieder zusammen. Also er teilt sich hier oben auf. So, und das heißt, wie kriegen wir jetzt diesen Strom I4 hier raus? Der jetzt von dieser gelben, in diesem gelben Umlauf fließt. I4 von
UQ1 getrieben, von der Quelle UQ1 getrieben. Hat eben oben nur mit der anderen Quellspannung und den anderen Gesamtwert. Ja, also können wir erstmal machen. Schreiben wir erstmal hin, UQ1 geteilt durch den Gesamtwiderstand jetzt aus Sicht der ersten Quelle. Ich lasse mal ein bisschen Platz. So, ist gleich. Und können ja erstmal hinschreiben, also UQ1 nochmal abgeschrieben. Der Gesamtwiderstand aus Sicht dieser Quelle wäre jetzt? R1 plus R2 parallel R3 plus R4. Genau, R3 und R4 sind geklammert. Die müssen wir erst in Reihe schalten und dann parallel zu diesem hier. So, ich lasse mal nochmal ein bisschen Platz und rechne das mal trotzdem schon mal aus. UQ1 sind 4 Volt. Und R3 und R4 zusammen sind 50 Ohm und die 50 Ohm haben wir jetzt parallel zu 20 Ohm. Also ich schreibe mal hier hin, das wären jetzt ja 20 Ohm mal 50 Ohm geteilt durch 20 Ohm plus 50 Ohm, das sieht schon mal irgendwie nach was Fiesem aus. Das löst sich aber hoffentlich gleich wieder in Wohlgefallen auf. Da kürze ich auch erstmal ein Ohm weg und eine Null weg. Und dann sind 2 mal 50 sind 100 und 2 plus 5 sind 7. Also sind das 107. Da können wir jetzt nicht so wahnsinnig viel mit machen als Bruch. Das lassen wir einfach mal so stehen. Und hoffen wir darauf, dass sich das gleich noch irgendwie in Wohlgefallen auflöst, was es bestimmt tun wird. Und R1 sind 20 Ohm. So, und naja, welcher Strom ist das jetzt, den wir jetzt ausgerechnet haben? Und warum habe ich hier jetzt noch Platz gelassen? Genau, also das ist der gelbe Strom, der hier fließt. Das ist jetzt ja der Strom, den diese Quelle produziert, hier als Gesamtstrom, bevor der sich hier aufteilt an der Stelle. Ja? Uns interessiert ja aber nur der Teilstrom hier hinten, der Strom, der hier fließt, nicht der Strom, der durch den I2, durch den Widerstand R2 fließt. Das heißt, was müssen wir noch machen, damit das irgendwie gut passt und gut funktioniert? Nochmal einmal Stromteilerregel anwenden, ganz genau. So, also das ist unser Gesamtstrom. Wie kriegen wir dann den Strom, den Teilstrom hin? Wie müssen wir die Stromteilerregel aufschreiben? R2 geteilt durch den eben R3, 4 plus R2. Genau, also den Widerstand, wo der Strom nicht durchfließt, das ist der Widerstand R2 geteilt durch den Gesamtwiderstand im Sinne dieses Maschenumlaufes. Und das ist R2 plus R3 plus R4. So, und das setze ich mal jetzt hier auch gleich ein. R2 waren 20 Ohm. Und dann haben wir R2, R3, R4, 20 und 10 sind 30 und 40 sind 70. Und da sieht man, das ist jetzt Glückesgeschick, wie man sagt. Das ist nämlich die Stelle, wo sich die fiesen Siebtel hier unten wieder wegkürzen. Ja, also hier hinten steht jetzt eben nochmal 2 Siebtel. So, und naja, jetzt können wir halt sagen, wir nehmen, wir multiplizieren das hier gleich alles aus. 2 mal 4 sind 8 Volt. Und unterm Bruchstrich 7 mal 20 sind 140. Ohm, oder die Ohm schreibe ich gleich dahinter, hier kurz nicht, die sind weg, sind 100. 100 Ohm. So, Volt durch Ohm ergibt Ampere. Und 140 und 100 sind 240. 240 durch 8. 24, 8 sind 3, sind ein Dreißigstel. Ja, also hier kommt jetzt ein Dreißigstel Ampere raus. Und zwar ein Dreißigstel halt, die tatsächlich nach unten fließen, ne? In die gleiche Richtung fließen, wie das wir jetzt haben wollten. So, hier oben, na gut, hier die 1/20 stehen noch da. Vielleicht ist es jetzt schlau, das tatsächlich mit Brüchen irgendwie weiterzurechnen.
So, jetzt versuche ich das hier mal so ein bisschen abzutrennen. Jetzt setzen wir das hier oben halt ein. Also R4 waren 40 Ohm. Und hier steht jetzt ein Dreißigstel minus ein Zwanzigstel. Ein Dreißigstel minus ein Zwanzigstel Ampere. So, ja, kann man jetzt einfach in seinen Taschenrechner einsetzen. Man kann jetzt natürlich auch das irgendwie versuchen, auf einen gemeinsamen Bruch und auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Das probiere ich jetzt mal. Also ich mache mal gleich aus Ohm mal Ampere, mache ich mal gleich Volt. Und schreibe mal hin, also damit ich das irgendwie gemeinsam hinbringe, müsste ich das jetzt mal mindestens irgendwie auf 60 erweitern, würde ich jetzt so sagen. Ja? So, und um, also da muss ich hier vorne mit 2 erweitern, weil 2 mal 3 macht 60 und das hier hinten muss ich mit 3 erweitern, weil 3 mal 20 macht 60. Also macht das halt minus ein Sechzigstel und dann kann ich hier das gegen das kürzen und die 2 gegen die 6 kürzen, dann bleiben hier 2 und 3 über. Und dann macht das halt minus ein Drittel, minus 2 Drittel, Entschuldigung, da vorne steht ja 2, minus 2 Drittel Volt. Und die 2 Drittel Volt, die hatten wir auch schon irgendwie mehrfach heute. Ja. Weil, also, das hier zusammen ergibt beides halt minus 1 und dann minus 2 Drittel Volt. So, und das heißt, das können wir jetzt hier oben einsetzen in diese Gleichung hier. Können hier sozusagen weiterschreiben und sagen, das sind die 3 Volt minus diese 2 Drittel Volt. Und dann kommen da auch wieder 2 ein Drittel Volt raus oder eben 7 Drittel Volt oder eben wieder 2,333 oder 3 Periode 3 Volt. Die Lösung, die wir jetzt auch schon ein paar Mal irgendwie ausgerechnet haben zwischendurch. Und dann sieht man, naja, das sieht jetzt ja irgendwie erstmal einfacher, also auf den ersten Blick einfacher aus, wenn man sagt, ich habe halt nur eine Gleichung, U3 plus U4, aber um dieses U4 auszurechnen, in aller Gänze und mit sich zu überlegen, welche Quelle treibt hier welchen Strom, der wie wo lang fließt und ist das der Gesamtstrom, muss ich nochmal Stromteilerregel anwenden, macht dann die Sache hier halt auch ein bisschen komplizierter. Also im Grunde haben wir jetzt hier nicht nur Zweipoltheorie angewandt, sondern ich nehme mal hier irgendwie so ein bisschen hier so eine Farbe, um jetzt hier einmal wild drüber zu klären. Also eigentlich das, was wir jetzt hier unten gemacht haben, ne, dieser ganze Block hier, das ist, wenn man so will, alles Superposition. Ja, also wir haben in der Zweipoltheorie ganz massiv das Superpositionsprinzip angewandt, um jetzt hier den Einfluss von den beiden Quellen zu kennzeichnen. Und das, was wir noch dann zwischendrin verwendet haben, an der Stelle hier, ist halt ein Stromteiler. Ja, und das haben wir zum Beispiel vorher alles nicht gebraucht. Also irgendwo muss ich halt, ne, ich habe irgendein Schaltbild, das hat irgendwie eine gewisse Komplexität und manchmal gibt es schon einfache Lösungswege und ein bisschen kompliziertere Lösungswege, aber an irgendeiner Stelle muss es mal, also entweder es wird halt, man hat ganz, ganz viele, also entweder man hat einfache Gleichungen, dann wird es halt sozusagen sehr lang, das aufzuschreiben mit einfachen Gleichungen, oder ich schreibe es halt kurz und kompakt auf mit wenigen Schritten, aber dann sind die Schritte für sich halt jeweils relativ kompliziert. Das ist so das, was jetzt hier passiert. Also hier sieht man, und ich meine, am Ende haben wir jetzt irgendwie immer relativ konstant eine Tafel mehr oder weniger gebraucht, um das aufzuschreiben. Also dieser erste Weg war vielleicht wirklich noch so der kürzeste und kompakteste. Der ist halt sehr einfach, aber mit viel Umzeichnen und viel Umschreiben. Und der jetzt auf den ersten Blick direkteste Weg ist jetzt eigentlich dann nachträglich betrachtet gar nicht so der Knaller. So, wir können jetzt ja mal um das Thema, ich will mal einmal kurz gucken und mal hier das Dashboard aufmachen. Also ihr könnt ja mal sagen, ist das sinnvoll, erscheint das sinnvoll, macht das
Nachvollziehbar. Ich habe nur nicht ganz verstanden, wie man bei dem Erstlösungsweg direkt auf der Ansatz kommt, dass man einfach das abklemmen kann. Ich weiß nicht, ich hätte erstmal gesagt, steht es nicht sogar, also es steht ein Das ist bisschen ja. als Trick in der Aufgabe drin, R4 abtrennen. Ansonsten, ich meine, ich kann halt immer irgendwas abtrennen erstmal, mir wegdenken und am Ende irgendwie wieder mit dazu basteln. Und weil das jetzt hier halt, also bei der Aufgabe relativ gut und trickreich und geschickt ist, das so zu machen, steht das halt auch mal irgendwie so als Hinweis in der Aufgabe drin. Ja, und wie man sieht, funktioniert das ja hier auch ganz gut.